Hallo zusammen, das Thema ist immer wieder auf Boot, kann ich einen Kaffee machen? Kann ich einen Kaffee machen mit dem Strom aus der Batterie? Ja, kein Problem. Ich habe hier jetzt eine 150 Ah Lithium-Batterie, in Betrieb mit einem Wechselrichter 2500 Watt. Hier reicht auch 1500 Watt. Wichtig ist einfach, dass der Wechselrichter eine Sinusspannung liefert. Da habe ich hier nicht die modernste, eine einfache Nespresso-Kaffeemaschine. Diese Maschine hat um die 1200 Watt Leistung. Auf dem App hier haben wir die Batterie ist jetzt 100% geladen und wir sehen hier auf der Seite, die Spannung ist 14,06 Volt und der Strom ist 0 Ampere. Wenn ich jetzt hier den Wechselrichter einschalte, dann fängt er kurz an zu laufen, zieht 3,5 Ampere und geht wieder in den Safe-Modus. Und jetzt kann ich hier die Kaffeemaschine einschalten. Und die heizt jetzt mit 100 Ampere etwa, taktet. Und wir sehen hier natürlich auch, dass die Kaffeemaschine aufheizt. Das geht im Moment. Wir können die Tasse, das ist eine relativ große Tasse, hier drunter stellen. Wir sehen immer noch, dass es hier blinkt. Und solange es blinkt, wird das Wasser aufgeheizt. Und wir brauchen taktmäßig Strom. Ihr seht das Ampermeter geht hoch und runter. Es geht im Moment, bis die Kaffeemaschine bereit ist. Wir können mittlerweile auch eine Kapsel einfüllen. Ihr seht, die Tasse ist bereit. Wir drücken hier drauf. Und jetzt steigt der Strom auf 108 Ampere. Geht wieder zurück auf 6. Und das ist das, was die Pumpe zieht. Und wir hören auch, der Wechselrichter fängt hier ein bisschen an zu brummen. Wenn wir jetzt eine Tasse rauslassen, müssen wir also vorheizen und den Kaffee machen. Wenn wir die zweite Tasse machen, brauchen wir nicht mehr das Vorheizen der Maschine. Und im Schnitt braucht ein Kaffee, das sehen wir jetzt dann, der Kaffee ist bald voll oder die Tasse ist voll. Ja, geht im Moment. Also die Tasse ist etwa so viel bis unterm Rand gefüllt. Und wir sehen, wir haben jetzt hier 1 Ampere Strom gebraucht. Ja, in der Regel brauche ich etwa 2 Ampere. Das heißt, wir haben hier jetzt 1%, sorry, nicht 1 Ampere, 1% von 150 sind 1,5 Ampere Stunden. Die der Kaffee braucht. Wir machen den zweiten Kaffee. Wieder laufen lassen. Und wir sehen auf dem App auch, dass der Strom fließt. Die Heizung taktet. 110 Ampere, dann wieder runter. Das ist dann der Stromverbrauch vom von der Pumpe. Unsere Batterien, alle drei Stück, wir haben eine 100er, wir haben eine 150er und wir haben eine 200 Ampere. Die Spitzenleistung dieser Batterien ist alle 150 Ampere, aber bei der kleinen, weil die wird dann wärmer, habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich euch, wird die Zellenstruktur wärmer und durch das ist das Ziehen von 150 Ampere nur etwa 10 Minuten möglich, was aber, ihr seht hier,
einen Kaffee rauslassen. Ich stelle wieder ab, die zweite Tasse ist voll. Und wir gehen wieder zurück aufs App. Hier, da habe ich jetzt 98% gebraucht. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 Ampere Stunden aus der Batterie gezogen, um die 2 Kaffees rauszulassen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag.